Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr sehen. No tea, no shade, aber irgendwann reicht's. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Limited Edition. Im Moment, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll, kommen jede Woche mehrere LEs raus. Und deswegen bin ich vergangene Woche durch sämtliche Drogeriemärkte gegangen und habe eine Limited Edition gesucht. Und ich habe sie tatsächlich zufällig, als ich eigentlich Waschmittel kaufen wollte, gefunden. Heute geht es um die Wish Upon a Star Limited Edition von Essence. Ich habe alle Produkte bis auf eins mitgenommen und wir werden schauen, was lohnt sich davon, was kann man sich mal anschauen und was ist vielleicht so ein Produkt, was nicht unbedingt mit irgendwo überhaupt noch sein sollte. Haben wir tatsächlich meiner Meinung nach eins mit in dieser LE, vielleicht sogar zwei. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ich würde mich freuen, wenn ihr auf Instagram vorbeischaut, denn ich hatte es euch dort so ein bisschen erzählt, dass ich den Content dort ein bisschen ändern möchte. Es soll weniger, nicht unbedingt weniger um mich gehen, sondern mehr um einfach Neuheiten, Drogerieprodukte, dass ihr auf dem aktuellen Stand seid, weil mir selber fehlt so ein bisschen so ein Kanal auf Instagram. Wo gibt es Neuheiten? Was gibt es gerade und wie sind die Sachen? Und da ich hier ja meistens zu allen Produkten eine Review mache, ist das alles gesammelt nochmal mit den Preisen, mit Informationen, mit wo gibt es das, wie ist das, nochmal gebündelt auf Instagram. Ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ist ja ein bisschen müde aus, aber ich liebe dieses Blau. Den Pulli hat meine Mutter mir gegeben, weil ihr eher nicht gefallen hat. Und ich dachte mir, probieren wir aus. Freunde, wie geht's euch? What's poppin'? Ich bin richtig, richtig gespannt und wir starten tatsächlich auch mit dem ersten Produkt. Und das ist das Soft Body Shimmer Dry Oil. Das ist ein Öl, was man sich auf die Haut geben kann und da ist Creamy Vanilla Sand drin. Also es riecht so ein bisschen wie cremige Vanille und Almondöl, also Mandelöl. Es soll nicht in die Augen kommen und es soll nicht auf irritierte Haut gehen. Was ich mit solchen Dingern immer ganz gerne mache, ich weiß nicht, ob man es darf, ich weiß nicht, ob man soll, sollen wahrscheinlich nicht, machen wir es trotzdem, ja. Ich gebe mir das als Primer hin, denn ich liebe es aktuell, vor allen Dingen bei dem Wetter, sehr glowy und sehr ölige Base zu haben. Und ich gebe mir davon einfach erstmal einen Spritzer hier auf meiner Hand. Da sind tatsächlich so goldene Flakes mit drin und das fühlt sich auch sehr, sehr trocken an. Es riecht extrem gut, ganz leicht nach Vanille, aber das ist verrückt bei diesem Dry Oil. Ich habe schon oft davon geredet, von so trockenen Ölen, dass die auf der Haut nicht so ölig sind, aber trotzdem diesen Öleffekt haben. Und ich nehme einfach so ein bisschen davon und gebe mir das an die höchsten Punkte da, wo ich etwas trockene Stellen habe, auf meine Lippen, hier, wo ich mich immer rasiere und auf die Stirn. Nicht unbedingt unter die Augen, weil oft diese Öle die Concealer auseinandersetzen. Bei den meisten Foundations funktioniert es tatsächlich ganz gut. Probiert aber erstmal so ein bisschen vielleicht aus an einem Tag, wo es nicht unbedingt darum geht, ob die Foundation schön ist oder nicht. Ich mache das immer ganz gerne. Es fühlt sich auch sehr gut an. In meinem Kopf ist das ganz verrückt, weil du bist die letzten, je nachdem wie lange ihr auf der Welt seid, Jahre mit Öl aufgewachsen, ungefähr, was halt ölig ist. Aber das ist nicht ölig. Und das fühlt sich super, super schön an. Und das zieht tatsächlich auch so ein bisschen ein. Deswegen gehe ich mit noch einem weiteren Spritzer hier einfach über meine Stirn. Ich finde, das glättet so ein bisschen die Haut. Man kann sich das auf den Körper geben. Und der Schimmer ist sehr subtil. Also ich sehe jetzt selber keine groben Glitzerpartikel. Ich denke mal, im Laufe des Tages wird so ein bisschen was durchkommen, mag ich ganz gerne. Als Foundation benutze ich mal eine, die ich noch nie benutzt habe. Die zeige ich euch jetzt auch noch nicht unbedingt. Aber wir geben uns die einfach mal hier so ein bisschen rüber und schauen, wie die sich mit der Foundation verhält. Das ist eine Foundation, die sehr, 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 sehr leicht ist und sehr, sehr teuer. Aber ich habe sie gekauft, um ein Video zu machen. Es sollte in der nächsten Zeit kommen, wie ich diese 75 Euro Foundation gegen die 3 Euro Foundation von Rival de Loup antreten lasse. First Impression. Es sieht sehr, 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 sehr schön aus auf der Haut. Ebnet alles so ein bisschen und die Foundation sieht sehr, 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 sehr glowy aus. Also tatsächlich ist das wie so ein Water Tint eigentlich nur. Aber da finde ich diese Öltechnik eigentlich immer ganz schön. Das kann man auch machen, wenn man ein bisschen zu trockener Haut neigt. Einfach so ein Öl auf die trockenen Stellen geben. Ich mache es eigentlich nur, weil ich es schön finde. Ganz einfach. Sehr, sehr schön. Funktioniert mit der Foundation gut. Das ist hier, ich sag's euch, die Sisley Phyto Tint Nude Foundation. Ich glaube, 50, 60 Euro hat die gekostet, vielleicht auch 70. Ich habe zwei gekauft, weil ich nicht wusste, welche Farbe ich kaufen soll. Hat gut funktioniert. Also, ob man es machen soll, es ist dafür nicht gemacht. Kann man es machen,
offensichtlich, ja, es hat die Foundation jetzt nicht zersetzt. Ihr müsst immer so ein bisschen gucken, wie die Foundations aufgebaut sind. Also das würde ich zum Beispiel niemals mit der Huda Beauty Foundation machen, mit der ersten Foundation, weil sich das dann höchstwahrscheinlich zersetzt. Oder mit der Charlotte Tilbury. Aber hiermit ging es sehr, sehr gut. Ihr bekommt natürlich nochmal ein Close-up von meiner Haut, dass ihr einfach sehen könnt, wie die Foundation mit dem Öl zusammen aussieht. Es ist sehr, sehr leicht. Also es ist kein Full-Coverage-Ergebnis natürlich. Aber ich finde, das ist, manchmal ist das ganz schön. Und da ich eh so ein bisschen das Gefühl habe, dass alles hier eh so ein bisschen softer ist, schauen wir mal, wie es weitergeht. Eine Sache möchte ich euch zeigen, und zwar ist es das Beauty Sleep Pillow Mist. Das ist ein Spray, was man sich aufs Kopfkissen geben kann und was dann so ein bisschen beruhigen soll. Es riecht ganz, 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 ganz leicht nach. Ich finde nicht mal, dass es unbedingt nach Lavendel riecht, weil ich hasse Lavendelgeruch. Es riecht einfach so ein bisschen erfrischt und so ein bisschen, ja, orangig. Ja, tatsächlich, ja, Lavendel und Orange. Also es ist so ein Lavendelduft, den ich selber auch benutzen würde. Ich habe es tatsächlich auch schon aufs Kopfkissen gesprüht. Es riecht sehr gut. Es ist nicht wie so ein intensiver Weichspüler, den ihr dann die ganze Nacht riecht und denkt so, Girl, that's a lot. Aber ich habe das mitgenommen, um den Sprühkopf zu testen. Und tatsächlich ist der sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Der ist extrem fein. Und wenn ihr das aufgebraucht habt, spült das aus und füllt euer Setting Spray hier rein, weil das Spray oder der Sprühkopf ist sehr, sehr gut. Also dafür könnte man das nehmen, einfach aufbrauchen. 150 Milliliter sind hier drin. Dann schüttest du da dein Setting Spray rein. Ist auch natürlich vegan. Essence ist, glaube ich, mittlerweile generell komplett vegan, finde ich gut. Er ermöglicht einfach vielen Leuten mehr, die Produkte zu benutzen. Freunde, wir kommen zu einem Produkt. Oh, da müssen wir reden. Also in Limited Editions sind oft Produkte drin, die man schon irgendwie so ein bisschen kennt oder irgendwie schon mal gesehen hat. Aber es gab auch in dieser LE ein pH-Reacting Lip Glow. Das sind diese Lippenstifte, die anhand des pH-Wertes eurer Lippen bzw. eurer Haut die Farbe ändern. Packaging ist süß, diese kleinen Sternchen sind hier drauf, 2,8 Gramm sind drin, soll die Lippen pink einfärben. Das Ding ist durchsichtig, sieht sehr, 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 sehr gut aus. Also das ist schon pink, ich gebe mir so ein bisschen mal hier rauf. Riecht auch sehr gut, schmeckt auch sehr gut. Aber eine Sache, Freunde. Irgendjemand muss das ja kaufen, jedes Mal. Abgesehen von mir, der es jedes Mal kauft, der das benutzt. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr sehen. No tea, no shade, aber irgendwann reicht's. Was wir aber diesmal ausprobieren, ist, wir nehmen das einfach als Blush. Schaut mal, man braucht halt davon auch nur ein ganz kleines bisschen. Es wird wahrscheinlich so ein bisschen die Haut einfärben. Lieben wir. Das gefällt mir sehr gut als Blush. Also das ist ein schöner, das ist halt ein Lippenprodukt mit so ein bisschen Glow, so ein bisschen gelartig. Aber es hat gut funktioniert und sieht schön aus. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Concealer. Ich benutze hier gerade diesen Anastasia Concealer. Den teste ich gerade so ein bisschen für euch, weil viele mich danach gefragt haben. Man braucht wirklich nur genauso wenig, wie ich gerade benutzt habe. Es ist etwas, was ihr wahrscheinlich bei mir noch nie gesehen habt, dass ich so wenig Concealer benutze. Aber schaut euch das mal bitte an. Der hat, also das ist die höchste Deckkraft, die ich in einem Concealer gesehen habe. Das Ding ist, der hat so viel Pigment drin, so Puderpigment, ne, was die Deckkraft ja dann ermöglicht, dass es schon fast zu viel ist für mich. Also wirklich nur minimal. Er sieht aber ungesättet sehr schön aus. Er sättet sich selbst und das Verrückte ist, der wird so ein bisschen glowy auf der Haut. Also erst sieht er sehr matt aus und dann, wenn er sich sättet, dann wird er so glowy. Also ganz verrückt. Teste ich gerade so ein bisschen aus, ist noch kein Review dazu, aber so zum Spot concealen ist der fantastisch gut. Also ich muss sagen, mit diesem Lip Tint auf den Wangen gefällt mir das sehr gut. Wie gesagt, ehrlich gesagt, ich kann das nicht mehr sehen. Es gibt das seit Ewigkeiten und 13.000 Jahren. Was es aber gibt, ist dieser Lippenbalsam. Und der sieht aus wie ein kleiner Diamant. Erinnert mich so ein bisschen an diese, wie hießen die, Eos Lippenbalms. Kann man einfach so rübergehen. Fühlt sich sehr pflegend an, sehr schön feucht auf den Lippen, aber nicht so glowy. Also einfach wirklich nur so ein zarter Touch an Glow und an Pflege. Für unterwegs eigentlich ganz süß. Zum Verstauen ist es sieht süß aus, es sieht dekorativ aus, kann ich mir tatsächlich auch als Weihnachtsdeko vorstellen. Generell muss ich sagen, Packaging hier in der LE ist sehr, sehr gut geworden.
Base gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Vor allen Dingen mit dem Öl drunter. Das sieht halt super, super frisch aus. Und auch mit dem Glow. Schön. Was sagt ihr? Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Limited Edition jetzt einmal in die Kommentare. Und wenn ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und lasst mir bitte unbedingt einen Daumen nach oben da. Das hilft mir tatsächlich am meisten. Und ich weiß, ob ihr regelmäßiger Limited Editions sehen wollt. Gut, wir haben ein Brush-Set. Da sind zwei Pinsel drin. Und ich muss sagen, die Pinsel von Essence und Catrice auch sind extrem gut für den Preis, den sie haben. Also Packaging auch hier süß. Ich liebe das Blau. Das ist tatsächlich meine allerliebste Farbe. Dieses ganz spezielle Blau, dieses Nachtblau. Und in der Verpackung sind zwei Pinsel mit drin. Wir haben einen Puderpinsel und einen kleinen Packing Brush. Auch das Design ist sehr schön. Hätte ich nicht gedacht. Das fühlt sich hier so ein bisschen, also das ist Glitzer aufgeklebt auf dem Pinsel. Also es ist so ein bisschen rau, liegt gut in der Hand. Auch das vegan und cruelty free. Und ich nehme jetzt den Puderpinsel und gehe ganz leicht in ein Puder und sette nur so minimal in meiner T-Zone. Das Schöne ist, der hat eine gute Form. Man kann damit Blush auftragen, haben wir jetzt schon. Man kann damit Puder gut aufpressen, weil er ist halt recht fest gebunden, ne? Also man kann schon das Produkt recht gut platzieren und er sieht süß aus. Das sind so kleine Dinger. Ich finde, sowas kann man zu Weihnachten auch immer mal ganz gut verschenken. Einfach so ein, zwei kleine Sets. Das hat 4,49 gekostet oder so, oder 3,49. Das kann man mal noch irgendwie an ein Geschenk oder so mit ranbinden. Wir haben allerdings auch noch einen kleinen Pinsel und der ist auch super gut zum Pigment auftragen. Ihr wisst, ich starte meistens immer mit dem dunklen Pigment in meiner Lidfalte. Das werden wir auch heute tun mit dieser Lidschattenpalette. Das ist die Wish Upon a Star Eyeshadow Palette. 7,2 Gramm sind drin und wir haben 9 Farben. Und auch hier wieder verschiedene Designs. Wir haben, glaube ich, 3 matte Farben, einen Semi-Schimmer und dann diese extrem krassen Schimmertexturen, die von Essence sehr, sehr gut sind. Die sehen auf dem Auge noch krasser aus als in der Verpackung. Wir werden heute einen sehr, sehr simplen Look machen. Ich habe mir unter einer Weihnachts-LE tatsächlich was anderes vorgestellt, aber genau deswegen finde ich es so schön, weil das halt nicht so Standard ist. Der Pinsel nimmt extrem gut Pigment auf und die Farbe sieht viel, 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 viel dunkler aus als in der Mitte. Und ihr seht, dann, wenn ich hier reingehe, dann wird der Lidschatten auch tatsächlich so ein bisschen dunkler. Sehr, sehr schöne Farbe. Man kann damit tatsächlich einige Looks schminken, eher so ein bisschen soft. Diese Kombination stelle ich mir sehr gut für den Alltag vor. Wirklich einfach nur diesen cremig, hellbraunen Ton. Ich swatche ihn einmal kurz. Der sieht auch dunkler aus als in der Verpackung. Krass, ne? Seht ihr das? Crazy. Einfach den so ein bisschen in die Lidfalte gegeben und den Schimmerton. Ich liebe diese Texturen. Die sind sehr nah an den Natasha Denona Texturen dran. Ah, krass, ja. Ihr kennt auch diese Natasha Denona Glam Face Palette. Ich werde die ganze Zeit gefragt, wann es die gibt. Keine Ahnung. Hier, schaut euch das an. Ich setze den mal daneben. Die sind sich sehr ähnlich vom Schimmereffekt, ne? Also das ist einmal die Schimmerebene, ein sehr zarter Schimmer und in diesem Schimmer sind nochmal andere Schimmerpartikel mit drin. Sehr, 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 sehr schön. Ist eine tolle Textur. Also ich benutze die liebend, liebend gerne. Auch hier ist kein Spiegel mit drin. Essence verzichtet da ja mittlerweile auf in vielen Produkten drin. Aber das Packaging, habe ich euch gar nicht gesagt, ne? Das ist Samt. Also das ist so blauer Samt. Da muss ich immer an Lana Del Rey denken. Wow. Gebe ich mir einfach hier hin. Ihr seht halt auch, wie deckend die ist, ne? Aber krass, das hatte ich nicht geplant, dass ich sage, dass das Natasha Denona Dupe ist von der Textur her. Aber ist es definitiv. Von der Pigmentierung her, selbst vom Unterton, seht ihr, ist das sehr, sehr ähnlich. Dann nehme ich mir einen Blendepinsel und gehe nochmal ganz leicht hier rein. Wirklich nur, dass ich so ein bisschen hier drauf habe. Und setze mir den an die Kante. Gehe einfach hier rüber. Das eignet sich tatsächlich auch als Pinselreiniger, so zwischendrin, um so ein bisschen grobes Pigment abzumachen. Restock ist übrigens am 25. November. Und dann gehe ich hier in den Ton rein. Der hat ein bisschen Kickback, aber damit kann ich die Farbe ausblenden. Und das ist tatsächlich mal eine andere Weihnachtspalette, als wir sonst kennen. Ich überlege gerade mal, wie die anderen Weihnachts-LEs aussehen. Aber von der Textur her sind die sehr, sehr gut. Ich muss sagen, Essence ist, also ich sehe es halt vor allen Dingen immer an diesen Kooperationen mit anderen. Jetzt mit Merve beispielsweise. Essence-Qualität ist nicht mehr Essence-Qualität. Und das ist das, was ich immer persönlich so schade finde,
wenn Leute sagen, ja, nee, Drogerie-Make-up, es ist nicht so gut. Wann hast du das letzte Mal probiert? Wann hast du das letzte Mal Drogerie-Make-up probiert? Look at my face. Also ihr seht, ein sehr harmonischer Look. Ist tatsächlich, weiß ich nicht, würdet ihr sowas vielleicht zu Weihnachten tragen? Man kann natürlich, um Gottes Willen, auch damit vielleicht einen schönen romantischen Silvester-Look schminken oder so. Aber es ist vielleicht mal was anderes einfach als dieses Rot-Grün-Schwarz. Ich will jetzt aber trotzdem noch mal hier diesen unteren Ton benutzen. Das ist so ein dunkles Blau. Und damit gehe ich direkt hier oben rüber. Einfach nur hier, direkt im Zentrum. Wow. Krasse Sache. Krasse Aktion. Dadurch, dass das nur so ein leichter Schimmer ist, ist der ganz subtil, eignet sich aber perfekt für genau das hier. Einfach so ein bisschen rauf. Und wir probieren das mal aus. Ich nehme jetzt hier mal das Öl, gebe mir mal einen Tropfen hier auf die Hand. Das war zu viel. Nehme mir einen Liner-Brush, mache den Pinsel so ein bisschen nass. Entweder ihr bröckelt euch da ein bisschen was raus oder ihr geht hier einfach rein und dann ladet ihr den richtig gut auf. Und dann kann man einfach DIY-mäßig Liner machen. Schaut mal. Creative Queen today. Damit gehe ich jetzt hier unten schon mal lang. Schaut euch das an. Zack, einfach eine blaue Linie. Ihr habt dadurch einfach einen Cream-Lidschatten gemacht. Ihr seht, das geht extrem gut. Und es hält dann halt den ganzen Tag. Und dann nehme ich einfach den roten Lidschatten oder diesen lilanen und gehe hier unten so ein bisschen lang. Wow. What is this? Schaut euch das mal an, wie schön deckend der ist. Look at her. Pigmentiert wie eine junge Göttin hier. Also das ist extrem gut und vor allen Dingen dann mit diesem kleinen Ölhack. Ihr könnt natürlich auch Setting Spray benutzen. Funktioniert alles gut. Man kann auch nur dieses Blau tragen. Extrem schön. Ein bisschen Mascara. Ich benutze jetzt hier die Catrice Lash Changer Volume Mascara in Waterproof. Gehe hier so ein bisschen durch. Und das war es tatsächlich aus der Limited Edition. Es gab selbstverständlich noch Nagelsticker. Benutze ich nicht. Aber ich glaube, ihr konntet sehen, dass man aus den Produkten, obwohl sie vielleicht für etwas anderes gedacht waren, sehr, 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 sehr schöne Sachen machen kann. Also diesen Tipp mit dem Lipstick, Lip-Changing Lipstick als Blush gefällt mir sehr gut. Der passt halt farblich auch tatsächlich extrem gut zu diesem Rosé auf den Augen. Lidschattenpalette, sehr, sehr gut. Wenn ihr euch diese Natasha Denona Texturen einmal anschauen wollt, diese Schimmertexturen aus den neueren Paletten, dann gönnt euch mal diese Palette, denn da habt ihr einfach die Texturen schon drin und ihr wisst, wie sie aussehen auf eurer Haut, wie sie sich anfühlen. Na klar sind die von Natasha Denona noch so ein bisschen cremiger, aber am Ende macht ihr ja auch nicht so einen Swatch auf eurem Auge, sondern punktuell einfach nur so ein bisschen. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu der LE sagt. Schreibt mir gerne euer Feedback unten in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!